PIC steht für persönlicher Identifikationscode. Diesen kann ich verwenden, um meine Geräte mit der Cloud zu verbinden. Es gibt noch einen Unterschied zwischen einer PIC und einer PIC Plus. Die PIC Plus enthält neben den Konfigurationsdateien noch die aktuellen Firmwares für unsere Geräte. So kann ich in einem Vorgang mein Gerät auf den neuesten Stand bringen und es gleichzeitig mit meiner Cloud verknüpfen. Um eine PIC zu erzeugen, gehe ich wie folgt vor. Wenn ich in der Cloud eingeloggt bin, kann ich oben rechts auf meinen Benutzernamen klicken. Ich wähle anschließend Benutzerprofil aus und komme auf diese Seite hier. Hier habe ich ganz oben einen Link, den ich anklicken kann. Und dieser führt mich auf eine Seite, die mir jetzt auch nochmal genau erklärt, wie ich meine PIC erzeugen kann. Ich klicke also hier auf Herunterladen. Ein ZIP-Archiv wird nun heruntergeladen und dieses entpacke ich und kopiere den Inhalt auf eine leere SD-Karte. Wichtig ist es dabei, dass Sie den Inhalt nicht verändern. Habe ich die Daten auf meine SD-Karte kopiert, war es das auch schon. Das hier ist jetzt meine PIC Plus. Sie enthält die Konfigurationsdateien und die Firmware-Dateien, die gegebenenfalls erforderlich sind, um das Gerät zu aktualisieren. Wenn ich jetzt mein Gerät verbinden möchte, nehme ich die Karte und stecke sie in das Gerät. Es erscheinen wieder ein paar Meldungen auf dem Display und im Anschluss ist das Gerät direkt online. Das Prisma Smart Max wegen der integrierten Konnektivität direkt. Im Falle eines Prisma Classic-Geräts muss ich natürlich noch das externe Modem anschließen. Im Übrigen kann ich die PIC für weitere Geräte verwenden. Ich muss sie nicht jedes Mal neu erstellen, sondern kann nebeneinander meine Geräte aufbauen und sie alle nach und nach mit der Cloud verbinden. Eine PIC ist prinzipiell das gleiche wie eine PIC Plus, nur eben ohne die Firmware-Dateien. Die PIC kann von einem Organisationsadministrator für andere Nutzer erstellt werden. Dazu loggt sich der Organisationsadministrator ein, klickt hier auf Benutzer und sucht dann nach dem Nutzer, für den die PIC erzeugt werden soll. Über diese drei kleinen Punkte hier auf der rechten Seite ist es dann möglich, die PIC zu erzeugen und herunterzuladen, auf eine SD-Karte kopieren und dann an den Benutzer aushändigen. Fertig. Sollte mal eine SD-Karte mit einer PIC verloren gehen, auch kein Problem. Über den gleichen Weg, die drei kleinen Punkte, kann ich eine PIC auch wieder deaktivieren. Mache ich das, ist diese PIC gesperrt und ich kann keine weiteren Geräte mehr damit mit der Cloud verbinden.